Jo, nächstes Ziel. Ich denke mal, röckelnder Krater. Südliches Observatorium. Denn in dem Observatorium sollten wir eigentlich in Erfahrung bringen, wie wir da drunter kommen. Wo sagt, die starke Strömung des Meeres verhindert, dass irgendetwas jemals komplett versinkt. Die neue Fertigungsanlage haben etwas unter Wasserströmung sinken, was für unmöglich gehalten hat. Feldspat hat einen Weg nach unten gefunden. So, ne? Warum will ich jetzt unbedingt hierhin, dahin, dorthin, hierhin? Südliches Observatorium, Meeresströmung Entdeckung. Die Novae am südlichen Observatorium konstruierten ein Modell der Untiefen der Riesen, das zeigt, wie ein Objekt unter die starke Meeresströmung sinken könnte. Ergo haben wir da unsere Antwort für den großen grünen Planeten. Erstmal ein bisschen Abstand zwischen dem einen gravimetrischen Objekt und uns bringen und dann das nächste zu steuern. Hoffen wir nicht, dass wir durch die Sonne sollen. Keep cool, Autopilot, keep cool. Da ist er doch schon. Aber ich wollte gar nicht zu den Untiefen, ne? Ich wollte zum bröckeligen Krater. Höfchen. Oh, warte mal. So. Okay, auf zum bröckligen Krater. Grüß dich, weißer Kadaver. Ja, was treibe ich? Wieder mal nur Unfug, Mann. Wieder mal nur Unfug. Ja, ich versuche so die letzten Rätsel hier irgendwie aufzudecken. Deswegen bewege ich mich gerade zum bröckligen Krater im südlichen Observatorium. Oh! Oh! Und im südlichen Observatorium, was wir hier sehen, sollte sich, eine Simulation befinden, die uns Antworten gibt auf ein Rätsel zum Untiefen der Riesen, glaube ich, heißt der. Da müssen wir nämlich ganz tief in den Kern des Planeten irgendwie. Und da kann eigentlich gar nichts hin. Aber hier in diesem südlichen Observatorium soll ein Hinweis sein. Pass auf, wir kommen von der Schwerkraftkanone, glaube ich, kommen wir super darüber. Ich glaube, können wir an der Decke langlaufen. Mal gleich mal schauen. Machst du gerade Päuschenkadaver, hm? Und schaust einfach mal eben schnell rein. Ganz lieb von dir. Genau genommen mache ich ja ein Live-LP. Auch wieder ein paar Folgen für YouTube. So, schauen wir doch mal, ob wir hier hinkommen, ohne ins schwarze Loch zu fallen. Bei solchen Aktionen sollte ich mir angewöhnen, vorher immer mal ein bisschen auf die Schwerkraft zu gucken. Jo gut, der Shuttle ruht auf dem Quantenmond. Hier könnten wir Schwerkraftkanonen aktivieren, damit das heißt, wir würden irgendwo hingeschossen. Und hier könnten wir das Shuttle zurückrufen. Brauchen wir aber beides nicht. Haben wir schon gemacht. So, wir müssen zum südlichen Observatorium. Rot wäre der Nordpol. Die Richtung wäre falsch, die Richtung wäre... Keine Ahnung, wie wir da hinkommen würden. Keine Wege an der Decke. Da
Nein. Ja, schön dran vorbei. Wo komme ich denn hier an? Das sieht nicht gesund aus. Das sieht nicht gesund aus. Achtung, Achtung. Okay, fliegen wir noch eine Runde. Was wäre das? Die Schwerkraftkanone. Fuck, wir müssen irgendwie da rüber. Irgendwo so hier in die Gegend. Wow, das sieht nach Schmerzen aus. Ei, fuck. Oh. Okay. Ui, sind wir erstmal wieder Weißloch. Gute Dampfpause, Kadaver. Das ist immer wichtig. Mache ich auch immer, wenn hier gerade mal nicht so viel los ist. Das ist der Projektionsstein. Da weiß ich bis heute nicht, was sie uns damit sagen wollen, irgendwie. Ja. Schusch. Oh. Denn wenn wir uns das Ding hier angucken, stehen wir auf Glutzwilling, an der Stelle, an der ich jetzt auch schon 120 Mal war. Für solche Steine gibt es ja hier immer so Beobachtungsposten. So Holodecks. Ich weiß immer noch nicht, warum wir hierhin. Also, warum wir hier dieses Hologramm sehen, weiß ich immer noch nicht. Ich habe mich hier schon mal umgeschaut. Könnten wir aber ruhig jetzt gleich nochmal machen. Denn unser Schiff dürfte ja hier bei. Oh, 471 Metern. Ugh. Der Planet nimmt ja auch so langsam seinen Lauf. Also, ich meine, die Lebenszyklen dieses Planeten. Verdammte Hacke, es ist echt nicht so einfach, an diese blöde. An dieses blöde Observatorium ranzukommen. Also, Schwerkraftkanone ist schon mal falscher Einstieg. Vielleicht einfach nur was warten, bis hier der Boden drumherum weg ist und dann mal schauen. Wäre eine Möglichkeit. Haben wir dann zwar nicht mehr so viel Zeit. Aber immerhin, wir werden mal sehen. Wow. Das hätte. Hätte. Durch die Gebäude sind wir eben in die. Nee, das war ja auf dem Dingens. Okay. Ich sehe gar nicht, dass hier noch Gebäude sind. Ja, ich kann mit dem Schiff reinfliegen. Das wäre eine Möglichkeit. Probieren wir das mal. Erstmal eben hier drüben schauen. Hier scheint es auch Sauerstoff zu geben. Nee, leider nicht. Oh, schade. Oder hier? Nee. Aha.
Ecklinger Krater. Projektionssteine. Und die haben wir auch direkt so ein Holodeck. Puh. Ja, ja, das ist der Turm der Quantenweisheit irgendwie. Aber einen speziellen Bereich kommt man halt nicht, weil man hier nicht weitergehen kann. Irgendwie sowas war da. Nur wir sind hier ja schon viel höher. Sehr seltsam. Eher seltsam. Warte mal, dann könnte man hier noch was lesen. Die Platten sind nicht nur Hologramm, sondern auch E-Book. Shuttle-Bereich, bla bla. Turm der Quantumweisheit. Turm liegt auf der anderen Seite vom bröckligen Krater. Folge dem Pfad bis zur Kreuzung und du erreichst den Turm von dort. Ah, die Kreuzung, okay. Aha, also doch Sauerstoff. Ah, cool. So. Okay. Aua. Oh. Oh, aua, aua. Hier bricht schon der Planet zusammen. Heilige Sächle. Oh. So, und hier spielt der Typ irgendwie Rebek. Das war diese komische Beschreibung hier. Ja, Kuppel. Kommt von da oder von da? Das hier ist, glaube ich, sogar dieses Antimaterie-Ding da, die... Oh. Die Antimaterie-Schmiede. Gucken wir doch mal, wo wir hier langkommen. Quantumweisheit, okay. Hi. Bla 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 bla, das ist großartig, hervorragende Arbeit. Wow, das bedeutet bla bla. Was treibst du hier? Ich hab was gefunden. Rettungskapsel, Siedlung, hängende Stadt, brücklige Krater, sonnenlose Stadt, Glutzwilling. Ich war beim Kometen und. Oh wow. Traurig, traurig. Sind alle tot. Die bla bla. Komete ausgelöscht. Spezies, Sternsystem. Ah, die glauben also nicht. Der Komet hat die Nomai ausgelöscht. Naja, glaube ich nicht ganz, aber na, was soll's. Kämen zum blöden Quantumturm. Hier aber irgendwie gar nicht hin, ne? Egal, komm.
Wir wollen von hier weg. Ja, da drüben wäre bestimmt auch nichts gewesen, hoffe ich. Ein Würmer. Hier geht's aber halt nicht weiter, weil diese Bodenplatte fehlt. Durch die unglaubliche Schwerkraft, die wir hier haben, sind wir noch nicht mal ein Stück weiter. Alles klar, bis später, Kadaver. Vielen lieben Dank, dass du hier mal reingeschaut hast. Nicht schön arbeiten. Oh, kaputt gemacht. Warten. Yeah. Das südliche Observatorium. Okay. Ja. Nein. Nein. Au. Okay. Müsste man den Weg hier lang? Vom Turm der Quantenweisheit? Weil das ist doch der Turm, das ist doch gar nicht das Observatorium. Menno. Oder hier. Zum südlichen Observatorium. Glaube ich ja eigentlich nicht, ne? Und der geht jetzt ins Leere. Da fehlt schon was. Hier mal die Treppe hoch, die da hinten ist. Ach komm bitte. Ach komm bitte. An der Stufe hängen bleiben. Das ist ein Jetpack. Kommen wir nur mit an die Oberfläche, oder was? Entschuldigung. Ja, sag ich doch. Das ist der Turm der Quantenweisheit. Oh, hallo, du. Kann dich bewegen? Du kannst dich bewegen, schön. Schwarzdorn an uns vorbei. Ah, okay. Wow, 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 wow. Da ist ja mal wieder ein Hammer. Würde ich sagen, schnappen wir uns, wenn wir überhaupt noch hinkommen, das gute Schäfchen.
und versuchen uns noch einen Logenplatz zu ergattern. Nicht das Ding? Jo, cool, das ist angeschaltet. Brauchen wir nicht nochmal anschalten. Ergattern wir uns einen Logenplatz für die Sonneneruption, Explosion, Implosion, wie auch immer. Schon so schön rot. Glaubt zwar nicht, dass wir noch zum Schiff kommen, aber wir können es ja trotzdem ausprobieren. Oh oh. Hier schwant Böses. Aha. Geistermaterie hier? Jetzt können wir sogar Marshmallow rösten. Aha. Die Reise hier vom Südpol war, ich sag mal eher erschütternd. Wegen, naja, all der Meteore. Aber hey, wenigstens habe ich es ohne Gehirnerschütterung hierher geschafft und ohne in Flammen aufzugehen. Okay, was noch? Ich habe mich ein wenig umgehört und es gibt einen alten Nomai-Pfad, der hier auf der anderen Seite meines Lagers anfängt und den... Aha. Achso, das kenne ich aber. Doch, 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 doch. Und zwar ist das hier dieses Gebäude. Oh. Da. Ja, ja. Oh, da steht das Schiff. Ist das abgedreht? So. Eieieiei. Bevor wir gleich die nächste Runde starten, brauche ich eine kleine Pause.